Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In meinem Video geht es um ein Buch. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Das Mädchen voller Mut. Und in diesem Buch geht es halt um ein Mädchen, was halt sehr viel Wut entwickelt und deshalb halt auf ein Internat muss, um dass sie halt ihre Wut besser im Griff bekommt. Doch da im Internat stellt sie halt heraus, dass sie was Besonderes ist. Und zwar ist halt ein besonderes Gen, ein Killergen. Und deshalb ist halt ihr Blut sehr besonders. Und darum wollen halt viele ihr Blut haben. Und deswegen ist sie halt dauernd auf der Flucht. Und ihre Freunde, die sie da kennenlernt und halt auch ihre Familie, helfen ihr halt, sich zu verstecken, weil sie halt gejagt wird. Doch manchmal geraten halt ihre Freunde und ihre Familie halt auch in Gefahr. Und genau da, deshalb, nee, darum geht es halt in meinem Buch. Ja, genau. Also es ist mein drittes Buch, was ich jetzt geschrieben habe, aber das erste, was ich veröffentlicht habe. Ich habe es auf einer Webseite ePubli veröffentlicht. Das ist halt so ein Verlag. Genau, also kaufen kann man dieses Buch bei Amazon. Man kann es bei ePubli kaufen, noch bei ganz vielen anderen Webseiten. Also am besten gibt man bei Amazon gleich den Titel ein, Das Mädchen voller Mut, da kann man das gleich kaufen. Oder halt, wenn man bei Google eingibt, Das Mädchen voller Mut, kommen auch nochmal die ganzen Webseiten, wo man das kaufen kann. Es kostet 14,99 €. Genau, es ist Hardcover und es dauert halt, es ist gut zu produzieren. Und genau, also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe. Es hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu veröffentlichen und auch zu schreiben. Ja, also es hat jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, dieses Buch zu schreiben. Ich bin jetzt auch schon am zweiten Teil dran, das Buch. Also es wird eine Fortsetzung in dieses Buch geben. Aber es dauert halt ein bisschen, weil ich jetzt auch sehr viel Schulstress habe. Und genau, ich bin auf jeden Fall schon dran, jetzt den zweiten Teil zu schreiben. Ja, da geht es halt weiter mit dieser ganzen Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall auch über ein Feedback freuen, wenn man sich einfach mal so durchliest, die Beschreibung, wie ihr die Beschreibung des Buches findet. Würde ich mich auf jeden Fall freuen über ein Feedback. Genau. Und das war es jetzt auch eigentlich mit meinem Video, weil das halt eher so ein kleines, kurzes Video sein wird. Ja, ist ein kleines, kurzes Video. Genau, also ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Buch mal anschaut und mir ein Feedback da lasst. Und nochmal am Rande, dieses Buch habe ich auch ganz alleine geschrieben und auch designt. Deswegen ist es auch, also ich habe es alleine selbst gemacht. Also meine Eltern haben mir halt geholfen bei der Rechtschreibung, aber sonst habe ich eigentlich alles alleine gemacht. Deswegen ist es auch was Großes für mich, dass ich dieses Buch jetzt veröffentlicht habe. Ja, ist auf jeden Fall was Besonderes für mich.